Am Ende von der letzten Veranstaltung, da habe ich ja so über verbindungslose Dienste und verbindungsorientierte Dienste gesprochen. Da habe ich hier unten noch diese Bemerkung Hard State und Soft State gemacht. Und wenn ich das jetzt noch kurz weiter ausführen kann, mit Hard State ist gemeint, dass das Netz wirklich die Verbindung explizit kennt und insbesondere auch dazu die Reservierungen vornimmt. Also das Netz in der Verwaltung hier innen drin, da weiß jeder, es gibt so eine Verbindung, die Verbindung 3721, und dazu gehören diese und diese und diese und diese Ressourcen, die fest reserviert sind. Das Problem ist, wenn die Verbindung aus irgendeinem Grunde zusammenbricht, weil irgendein anderer Knoten hier aufhört oder weil der hier oder der hier, ohne sich anständig zu verabschieden, ohne Verbindungsabbau durchzuführen, aufhört, dann müssen die hier irgendwann mal selber die Ressourcen wieder hergeben. Und dazu braucht es eben eine explizite Verwaltung, und das nennt man gerne Hard State, fester Zustand, im Gegensatz zu Soft State. Das werden wir dann später noch ein bisschen intensiver kennenlernen, dass dieses Soft State, den Soft State Ansatz, wo der Zustand nicht permanent gespeichert ist, sondern zum Beispiel ständig mit einem Update wiederhergestellt wird oder wieder aufgefrischt wird, sagen wir lieber mal. Und wenn dann diese Updates ausbleiben, von da oder von da oder von da oder von dem hier, dann schaltet so ein Knoten in der Mitte nach. Da gibt es einen Knoten in der Mitte nach einer Minute oder so die Ressourcen von alleine frei. Wir werden uns das noch bei dem entsprechenden Protokoll, beim RSVP, genauer ansehen. Das Soft State ist schon ein interessantes Konzept. Jetzt möchte ich aber weitermachen mit der Verbindungstopologie. Verbindungstopologie, damit meine ich einerseits sowas wie gerichtete Verbindungen und andererseits Punkt zu Punkt im Gegensatz zu Mehrpunktverbindung, vielleicht sogar zu einem Broadcast. Also Topologie im Sinne von, wir können gerichtet kommunizieren wie hier oben von A nach B. Das ist zum Beispiel beim Funk und beim Fernsehen so. Einer strahlt ein Signal aus und der andere nimmt es in Empfang. Und es ist zunächst kein Rückkanal vorgesehen. Also beim Fernsehen, da ist es irgendwie, kommt einem das ganz natürlich vor, beim Rundfunk auch. Heutzutage benutzen die Leute beim Fernsehen und beim Rundfunk schon irgendwie einen Rückkanal, das Telefon, da kann man eben beim Radio anrufen und sich irgendwie irgendwas wünschen oder an einer Umfrage teilnehmen oder sowas. Aber im Wesentlichen ist die Kommunikation gerichtet. Es gibt also hier so eine klare Verteilung von Sender und Empfänger. Der Sender ist auch hier durch den Empfänger nur eingeschränkt beeinflussbar, allenfalls was für irgendwelche technischen Sachen. Beim Fax ist das zum Beispiel so, dass der hier das Fax dem hier schickt, und es gibt zum Beispiel mit 19.200 Bit pro Sekunde, und es gibt einen dünnen Rückkanal von 75 Bit pro Sekunde für Protokollfunktionen, um zu sagen, dass man einen Teil der Session erfolgreich in Empfang genommen hat, oder irgendwelche Fehlermeldungen zu schicken, wie es Papier ist, alle. Oder beim Funk, das Radiosignal wird einfach verbreitet und Sie können es in Empfang nehmen. Ich habe hier noch FTP hingeschrieben. FTP, da wird auch die Masse der Daten von da nach dahin übertragen. Und es gibt, irgendwas unten drunter, dass die Protokollfunktion unten drunter, aber bei dem eigentlichen Falltransfer vom FTP
gibt es keine Rückmeldung in der Richtung, so auf der Schicht 5. Ne? Ich habe ja noch das Telefon hingeschrieben. Der Telefonkanal, so wie er organisiert ist, diese zweiadrige Drahtverbindung, das analoge Telefon, da kann eigentlich nur einer sprechen. In der anderen Richtung kommt es dann nur zu Überlagerungen. Und die andere Variante ist bidirektional, da haben beide Enden sowohl die Funktion des Senders als auch die Funktion des Empfängers. Das habe ich hier versucht mit diesem Streifenmuster klar zu machen, das allerdings hier in der Folie schon ziemlich gemischt aussieht. Eigentlich sollte das so gelb und blau gestreift sein. Was haben wir zum Beispiel beim ISDN? Da haben wir in die eine Richtung 64 Kilobit Kanal und in die andere Richtung 64 Kilobit Kanal. Zwei Kanäle. Und wenn man Daten überträgt, ist es tatsächlich so, dass wir die in beide Richtungen gleichzeitig 64 Kilobit bekommen. Oder sowas wie das Telnet, da können wir auch in beide Richtungen übertragen. Bei den gerichteten Verbindungen haben wir eventuell die Option, in so einem kleinen Steuerkanal die Richtungsumschaltung zu organisieren. Das ist beim CB-Funk ist das zum Beispiel gerne so. Ne? Generell bei Amateurfunk, aber auch bei der klassischen Funktechnik, zum Betriebsfunk oder bei den Streitkräften, da gibt es ja immer diesen Ansatz, dass der eine was sagt, erzählt und der Funkkanal ist belegt. Und wenn er fertig ist mit dem, was er jetzt mal sagen will, dann sagt er over und dann weiß die andere Seite, dass sie jetzt was sagen kann und redet. Also dieses over ist so eine Möglichkeit, diesen Funkkanal zu managen, Richtungsumkehrung durchzuführen. Ich meine, der andere könnte auch auf seine Sendetaste drücken und was sagen, aber dann geht es nur durcheinander, kommt es in diesem einen gerichteten Kanal zur Überlagerung. Also das Protokoll bei so einem Funkkanal ist ja, Sie drücken auf die Sprechtaste bei Ihrem Mikrofon, reden da rein, brauchen auch gar nicht zuzuhören, denn es kommt eh nichts außer Überlagerung an, falls ein anderer noch reinquatscht. Und dann sagen Sie over und nehmen die Hand vom die Hand von dem Schalter da, von der Sprechtaste, dann kann der andere seine Sprechtaste drücken und was sagen. Es ist übrigens wichtig, dass man erst sagt over, bevor man die Sprechtaste loslässt, denn sonst merkt der andere nicht, dass er jetzt reden kann. Also so eine gerichtete Verbindung mit Richtungsumschaltung ist hier auch noch möglich und man nennt das gerne auch Halbduplex. Ja, hierfür sagen wir gerne auch Simplex, hierfür sagen wir Vollduplex und hierfür sagen wir Halbduplex. Das sind so Begriffe, die sich insbesondere in der alten Zeit der Informatik, also in der jungen Zeit der Informatik, so in den 60er, 70er Jahren, da benutzt hat. Ich möchte auch noch was Zweites erwähnen, die asymmetrischen Verbindungen. Bei asymmetrischen Verbindungen, die sind ja eigentlich bidirektional, aber da unterscheiden wir bezüglich des Durchsatzes, vielleicht auch weiterer Dienstegüteparameter, sagen wir mal allgemein bezüglich der Dienstegüte in den beiden Richtungen unterscheiden wir. Also zum Beispiel beim asymmetrischen DSL, ne, DSL Digital Subscriber Loop, Asymmetric Digital Subscriber Loop, da kriegen Sie zum Beispiel Downstream 6 Megabit und Upstream 500 oder 600 Kilobit. Das hat mit der Modulationstechnik zu tun, die da benutzt wird. Das haben wir ja schon diskutiert. Unterschiedliche Dienstegüte je nach Richtung. Zum Beispiel von A nach B Dienstegüte N und in der anderen Richtung Dienstegüteausprägung N und in der anderen Richtung M kleiner N. Zum Beispiel bei dem ADSL, da ist es ja, wie gesagt, typisch. Und es passt auch zur Benutzung, ne? Dass wir ja im Wesentlichen nicht so viel übertragen, wie wir in Empfang nehmen, wenn wir websurfen oder beim File-Transfer, wenn wir ein Stück, eine Datei oder ein Update aus dem Internet saugen.
Jetzt zur Anzahl Teilnehmer. Hier oben hat man eine Zweipunktverbindung, hier auch. Und auch bei diesen asymmetrischen Verbindungen haben wir Zweipunktverbindungen. Also ein Empfänger und ein Sender oder vielleicht beide Seiten, sowohl Empfänger als auch Sender, aber nur zwei Teilnehmer. Für manche Anwendungen ist es aber gar nicht gut, dass man so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung hat. Da möchte man so eine Mehrpunktverbindung haben, also viele Endteilnehmer. Ich habe das jetzt mal so hier gezeichnet mit diesen Strichen, einfach mit dem Sternchen, wobei man darüber reden muss. Das machen wir jetzt auch. Wir packen es ein bisschen systematischer an. Das erste, diese, ja, das verallgemeinern wir auch noch, denn ja, so für die Diskussion ist es fast praktischer, wenn wir das so sagen, der Unicast. Da haben wir einen Teilnehmer und zu diesem Teilnehmer kommt von dem hier was, von dem hier was und zum Beispiel von dem hier was. Wenn wir nur hier einen von den grünen Kästen hätten, hätten wir die Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Aber wir verallgemeinern hier zu einem Unicast, also ein Empfänger, mehrere Sender. Das ist dann auch eine gerichtete Verbindung. Die gelben Stellen hier, das sind Stellen, wo gemultiplext wird, gemischt wird. Wenn wir uns ein Radio ansehen, das wir zu Hause haben, oder einen Fernseher ansehen, den wir zu Hause haben, da haben wir ein Empfangsgerät und wir haben diese Funkschnittstelle und es gibt hier mehrere Sender, die typischerweise im Frequenzmultiplex oder vielleicht auch im Zeitmultiplex was schicken. Bei digitalem Fernsehen sowas Gemischtes aus Zeitmultiplex und Frequenzmultiplex. Ne? Wenn wir so ein Satellitenfernsehen anschauen, da gibt es Kanäle, die auf verschiedenen Frequenzen stattfinden und in jedem von diesen Kanälen gibt es dann noch einen Zeitmultiplex, zum Beispiel vier Ströme, die da auf einem Kanal gemultiplext sind, vier Sender. Wir haben also an der hier eine Mischfunktion, die je nach Ausprägung ein echtes Mischen ist, dass das Signal also zusammengefasst wird, Telefonkonferenz ist das Stichwort, oder eine Multiplex-Funktion ist beim Frequenzmultiplex zum Beispiel. Der einfachste Fall, ja, Radio, da steht da ein Sender, der strahlt ein paar Frequenzen ab und da und da und da und dann unserem Autoradio müssen wir uns dann eine aussuchen, eine von den Frequenzen und das Radio hören wir dann. Wir können also hier in diesem Endgerät auch unterscheiden, von wem hier was kommt. Unicast von mehreren zu einem. Das hier kann entweder so von alleine und implizit erfolgen beim Funk oder man muss sich explizit darum kümmern, indem man das irgendwie zusammenfasst, eine technische Einrichtung vorsieht. Beim Multicast, da haben wir auf beiden Seiten Mehrfachzugriff. Also einerseits hier mehrere Sender, das ist einfach nur der linke Teil hier, und dann das Signal, was hier entsteht, das wird dann an mehrere verteilt beim Multicast. Dazu brauchen wir hier irgendwelche Verteilerstellen. Die können implizit sein, die können explizit sein. Also hier haben wir zum Beispiel einen, der kriegt ein Signal und schickt das Signal dann auf drei Ausgängen raus. Und hier gibt es nochmal so einen Verteiler, der diesen Multicast macht, der macht aus diesem einen Signal hier zwei, da könnte ich vielleicht noch einen kleinen Pfeil reinmalen, eine Pfeilspitze. Also wir haben auf der einen Seite N Sender, hier M Empfänger, das ist der allgemeine Multicast. Wie ich schon zwischendurch gesagt hatte, diese roten Punkte hier, das muss irgendwie organisiert werden. Da muss man jemanden, muss man eine technische Einrichtung, wahrscheinlich eine technische Einrichtung bauen, die dafür sorgt, dass hier zum Beispiel ein ankommendes Paket nicht nur auf einem Ausgang weitergeschickt wird, sondern auf dreien.
weil die linke Seite so ist wie der Unicast, kann man auch sagen, jetzt haben wir eine Erweiterung vom Unicast auf eben diesen Multicast. Und hier in den Kringeln, hier in meinen Kreisen, gelb und rot, steckt eventuell Arbeit drin. Diese Nachrichtenreplikation, die wir brauchen, das, was ich in den roten Kreisen hatte, das kann entweder die Quelle machen, die schickt es einfach dreimal. Das ist konzeptuell immer noch ein Multicast. Aber im Netzwerk bewegen sich drei Ströme und hier auch drei Ströme. Das Netzwerk wird also stärker beansprucht. Das ist das Videoverteilmodell, wie wir es im Augenblick im Internet haben. Untereffizient, formulieren wir es mal so. Denn es muss ja mehrmals durchs Internet geschickt werden. Und wenn 1000 Leute zuhören, kann es bis zu 1000 Ströme geben. Na, hier wird es auf jeden Fall 1000 Ströme geben. Im Netzwerk kann es entweder so einen zentralen Replikator geben, beim Multicast, oder es gibt verteilte Replikatoren im Netz. Das sind natürlich die Fälle, die wir uns wünschen. Insbesondere das hier ist irgendwie so der allgemeine Fall, die verteilte Replikation. So fordert man es erstmal, weil man glaubt, dass das am effizientesten ist. Hier wird insbesondere auch erst im letzten Moment dann wirklich aufgeteilt. Also ja, wir wollen hier an drei Abnehmer was liefern. Hier wird das erste Mal repliziert, weil der Weg zu dem hierhin eben hier wirklich abzweigt physisch und hier, das kann zum Beispiel auch aus dem Haus sein, wo zwei Wohnungen versorgt werden mit dem Signal. Das kann explizit geschehen, da gibt es also jemanden, der wirklich so ein Paket zweimal abschickt, eins kriegt und zweimal abschickt oder dreimal, oder es geschieht implizit, wie es zum Beispiel in dem Ethernet ist. Das Paket kommt eh bei allen vorbei und nur die daran interessiert sind in der Multicast-Gruppe, nehmen sich es auch. Über den Ethernet-Multicast werden wir dann auch nochmal sprechen. Der Multicast im Funkkanal ist irgendwie ganz natürlich gegeben. Naja, jeder, der seinen Empfänger auf diese Frequenz eingestellt hat, nimmt eben das Signal entgegen. Also Sie nehmen täglich an Multicast teil, wenn Sie den Fernseher einschalten oder wenn Sie das Radio einschalten. Da ist eigentlich die Verteilung so implizit, weil das Signal eh bei allen vorbeikommt. Es gibt so eine Mischform, das Kabelfernsehen. Ne? Da wird irgendwo im Netz verteilt und das Signal dann auf mehreren Kabeln. Auf einem Kabel kommt es an, auf mehreren geht es raus. Also da haben wir dann beim Kabelfernsehen so eine technische Einrichtung für den Multicast bzw. für den Broadcast. Zum Thema Gruppenverwaltung, ich habe das eben schon genannt. Das kann sein, dass die Gruppe explizit verwaltet wird, statisch. Und da gibt es zwei Unterschiede. Also einmal eine statische Gruppenverwaltung und eine dynamische Gruppenverwaltung. Statische Gruppenverwaltung zum Beispiel, wenn ein Teil der Teilnehmer eine bestimmte Frequenz auf seinem Kabel bekommt und andere nicht. Das ist zum Beispiel auch in Amerika ganz populär für Kabelfernsehen. Da wird in dem Verteiler dann die Frequenz zugeschaltet. Oder dynamisch, wenn wir einer Gruppe beitreten oder wieder austreten. Wenn wir eine deterministische Gruppenverwaltung haben, dann hat eines der Geräte, zum Beispiel der Sender oder der das Verteilen hier organisiert, der die roten Punkte kontrolliert, ein vollständiges Topologiewissen. Vielleicht ist das Topologiewissen auch verteilt, aber immerhin können wir es zusammenfassen, wenn wir die entsprechenden Verwaltungsstrukturen vorsehen. Deterministisch in dem Sinne, man weiß zu jeder Zeit, wer dabei ist.
Das macht Aufwand, das ist aber vielleicht auch nützlich. Ich meine, bei Telekonferenzen oder sowas, bei Gruppenarbeit ist das schon sinnvoll. Und dann unterscheiden wir noch bei der Gruppenverwaltung nach Zugangsregeln. Da gibt es offene Gruppen, jeder kann einfach beitreten. Oder geschlossene, richtig gemanagte Gruppen, da muss man sich autorisieren oder identifizieren, dass man da teilnehmen kann, vielleicht Geld bezahlen auch noch. Und dann kommt man in die Gruppe rein und nach einer Zeit kann man auch wieder entfernt werden aus der Gruppe, also explizit gemanagt, offen oder geschlossen der Zugang. Solche Mehrpunkttopologien, die im Netzwerk implementiert werden, ich habe schon mal darüber gesprochen, das ist was ganz Normales in lokalen Netzwerken. Wir haben über die Technik von lokalen Netzwerken gesprochen, beim Ethernet, beim Tokenring, und immer haben wir gesehen, dass zunächst mal die Pakete überall vorbeikommen, die Frames. Und der dezentrale, also die Regelung, wer es denn entgegennimmt, während der Gruppenkommunikation teilnimmt, das ist dezentral. Jeder kann persönlich entscheiden, ob er das Paket in Empfang nimmt oder auch nicht. Also bei denen hier ist das irgendwie immer dabei. Allerdings eventuell nicht immer, immer möglich, sagen wir es so. Die Adressierung entscheidet aber darüber. Das Ethernet ist ja zunächst mal, zumindest die Empfangsbausteine beim Ethernet sind so gebaut, dass sie nur Pakete mit dieser einen speziellen MAC-Adresse entgegennehmen. Es gibt übrigens auch Ethernet-Multicast-Adressen. Die haben vorne in den ersten 24 Bit ein spezielles Muster. Und wenn Sie diese Ethernet-Multicast-Adresse sehen, betrachten Sie die restlichen 24 Bit und dann kann der Empfänger entscheiden, ob er an dieser Gruppe teilnimmt oder auch nicht. Also die Ethernet-Multicast-Adressen ermöglichen sowas. Und das Konzept der Mehrfachadresse müssen wir dann nochmal besprechen. Also hier erwähne ich es, aber sagen wir, die Ausprägungen besprechen wir dann nochmal von solchen Mehrfachadressen. Und der andere Ansatz hier, bei den LANs gibt es ja irgendwie von alleine den Multicast, weil es eigentlich sowieso ein Senden an alle, ein Broadcast ist. Und wir picken uns nur das raus, was uns interessiert. In vermaschten Netzen, so vermaschten Punkt-zu-Punkt-Netzen, wie wir das hier haben, da muss man explizit replizieren und so ein Internetrouter müsste also dann ein Paket wirklich zweimal raussenden. Oder eine Telefonvermittlung, bei der es Konferenzen gibt, die muss dann das Audiosignal einfach auf mehreren Ausgängen, auf mehreren Leitungen rausschicken. Also das macht echt Zusatzarbeit dann. Und Sie können sich auch vorstellen, dass in einem Router, wenn der da so ein Multicast-Paket sieht, sagen wir mal, der Router hat 10 Ausgänge, dann muss er irgendwie in der Multicast-Adresse entscheiden, da schicke ich jetzt zum Ausgang 1, 2, 5 und 8. Also es ist schon eine anspruchsvollere Arbeit. Man muss ein bisschen nachdenken, mehrfach versandt. Ja, der muss es an 2 verteilen, der hier nicht, der verteilt es wieder an 2, der auch an 2. Hier ist es immer so, dass es an 2 weiter verteilt wird, aber es könnte natürlich auch passieren, dass man es an 3 schicken muss und so weiter. Wenn das hier ein bisschen anders organisiert wäre, könnte es auch sein, dass es der hier noch an den schicken muss oder sowas. Und als nächstes möchte ich den Broadcast erwähnen. Wir haben wieder die linke Seite, dieses Mischen, mehrere Quellen. Und da haben wir ein Signal und beim Broadcast, ich habe das mal versucht so klar zu machen, so zu zeichnen, da wird eben an dieser Stelle dafür gesorgt, dass es alle hier bekommen und an dieser Stelle wird dafür gesorgt, dass es alle bekommen und an dieser hier auch und dazwischen gibt es natürlich noch ein paar Pünktchen. Broadcast bedeutet, in diesem Netzwerk kriegen es wirklich, wird das Paket bei allen vorbeigeschafft. Und jeder kann es in Empfang nehmen. Das gibt es zum Beispiel bei solchen Namensprotokollen, Namensauflösungsprotokollen. Im Ethernet benutzt man es ständig für das Address Resolution Protokoll. Das werden wir dann noch besprechen.
im Apple Talk für dieses Name-Binding-Protokoll. Also so beim Ressourcen-Lookup, da braucht man das. Ne? Dann holt man mal ins Netz raus, wer ist denn ein Drucker oder wer hat diese Adresse, und der Drucker ist, der antwortet dann, oder die vielen, die Drucker sind, antworten dann, und dann kann man sich da einen aussuchen, der einem am besten gefällt. Also solche Resource-Lookup-Vorgänge werden gerne mit Broadcast gemacht. Technisch ist das Fernsehen auch so implementiert. Es kommt bei allen vorbei, es nehmen bloß nicht alle. Die Leute sagen immer, Broadcast skaliert so schlecht. Wenn hier viele senden, dann wird das Netz hier verstopft. Da kann man schon was dran machen, und es gibt ganz raffinierte Ansätze, wie man ausgehend von einem Broadcast den Verkehr trotzdem brauchbar skaliert. Und wir sehen ja auch an sowas wie dem ARP, wenn wir das lokal machen, dann kann man durchaus einen Broadcast vernünftig benutzen. Ein Broadcast ins ganze Internet, dass das Paket wirklich bei allen so und so vielen Milliarden Teilnehmern im Internet vorbeikommt, das wäre natürlich ein bisschen hässlich. Weil alles bei allen vorbeikommen würde. Aber es ist natürlich schon so, dass manches auch bei allen vorbeikommen sollte, und in diesem Netz, und wir werden dann verschiedene technisch und lokale begrenzte Broadcasts immer wieder kennenlernen. Hier unten steht was zur Skalierbarkeit. Man kann es eben mehrstufig machen, man kann so eine Reichweitenbegrenzung machen, und an diesen beiden Diensten sieht man gut, dass man mit Broadcast, wenn man es nur richtig anpackt, auch einen guten, sinnvollen Dienst aufbauen kann. Ich könnte hier vielleicht auch noch Routing-Protokolle in gewissem Umfang dazu schreiben. Und da kommen wir da an geeigneter Stelle vorbei. Bei dem Multiplex und dem Mischen, da war ich schon, das möchte ich jetzt noch mal soeben erwähnen, nebenher. Oder nein, nicht ein bisschen ausführen eigentlich. Wenn wir ein Medium haben, auf das wir mehrfach zugreifen, einfach so, wann es uns gefällt, mehrere Teilnehmer zugreifen, die gelben Kästen da, dann kommt es zu Überlagerungen. Die Überlagerungen können für manche Sachen sogar gewünscht sein. Wir haben am Aloha-Net und am Slotted-Aloha gesehen, dass man auch mit so einem Netzwerk, in dem man die Überlagerungen in Kauf nimmt, durchaus noch übertragen kann, wenn es richtig skaliert ist. Man möchte aber eventuell das Überlagern managen. Da gibt es eine Art, und das ist das Sequenzialisieren, das macht das CSMA, das machen auch noch andere. Und dann führt uns das zu einem Zeitmultiplex oder zu einem Frequenzmultiplex oder zu einem Code-Multiplex. Bei CDMA haben wir ja Code-Multiplex. Da senden auch alle fröhlich, aber immer so gespreizt auf unterschiedliche Frequenzen, und durch die sie durchhüpfen. Und der Empfänger muss sich dann das Richtige raussuchen. Manches ist überlagert, manches nicht. Aber wenn man ein bisschen Redundanz mitschickt, dann kann man das schon zum Laufen bringen, dieses System. Also im Allgemeinen möchten wir, bei vielen Anwendungen möchten wir multiplexen. Manchmal wollen wir aber auch absichtlich mischen. Absichtlich mischen wollen wir zum Beispiel bei einer Telefonkonferenz oder für den Lautsprecher von Ihrem Computer. Da gibt es mehrere Soundquellen, die da was ausgeben. Das Skype, das System, was manchmal einen Ping machen möchte, einen Chatdienst, der ihn anzeigen will, da hörbar machen will, dass da gerade ein frischer Chat angekommen ist. Die E-Mail, ne, irgendwann quakt es mitten in der Videokonferenz aus dem Lautsprecher heraus, you've got mail und so weiter. Da wird gemischt. Mischen ist übrigens nicht trivial. Mischen bedeutet nämlich, dass man zum Beispiel bei Audio zwei Signale nimmt, addiert und hinterher wieder skaliert. Was wir nicht nehmen wollen, ist, dass das Addierte, ja, dann entstehen natürlich auch höhere Spitzen,
und dann wird es zu laut. Ne? Man muss also das Signal, nachdem man es dekodiert hat, addiert hat, skalieren und wieder kodieren. Eventuell. Hier unten steht für Mischen einfach mal Konferenzschaltung, so stellvertretend. Und eine Konferenzschaltung ist auch das, wo wir das Mischen am ehesten kennenlernen oder sehen können. Im Telefondienst macht das eine Vermittlung. Mehrere Audioströme werden hingeschickt zu dieser Konferenzschaltung und die produziert dann einen Audiostrom, der zu mehreren Teilnehmern transportiert wird. Also eigentlich dann so. Und hier in der Mitte drin, ja, das Gelbe sind dann Konferenzschaltungen. Es gibt noch ein paar andere Dienste, bei denen das nützlich ist. Beim Chat-Server gibt es auch so einen, ja, eben diesen Server. Jeder schickt seinen Chat hin. Der Chat-Server sorgt dafür, dass das Zeug hintereinander steht. Das ist so eine Kreuzung zwischen Mischen und Multiplexen. Es wird ja alles ausgegeben. Es ist ja durchaus nicht so, dass dann was unterdrückt wird oder verschoben wird. Es wird bloß gemischt untereinander im Chatfenster ausgegeben, wenn da mehrere zugange sind. Bei Multiplexen gibt es Schemata mit fester Kanalzuordnung, mit dynamischer Zuordnung, zum Beispiel, wie wir das hatten hier, mit Tokenring oder Aloha oder CSMA oder Reservierungsverfahren, haben wir in technischer Informatik besprochen. Ein weiteres Beispiel mit so einer dynamischen Zuordnung, mit dem Multiplex, Zeitmultiplex mit dynamischer Zuordnung, sind so soziale Protokolle in Konferenzen oder in der Unterhaltung, Rederechtsvergabe im Bundestag oder wenn man miteinander redet, der eine sagt was, lässt eine kurze Pause, dann denkt sich der andere, wenn er die Pause hört, ach, jetzt kann ich auch mal was sagen und sagt vielleicht was. Wenn dann ein paar durcheinander quatschen, dann muss man das auch irgendwie managen, zum Beispiel mit Blickkontakt oder so. Oder zur Not eben dann formalisiert, indem so ein Rederecht einen Token rumgereicht wird. Eigentlich sind diese sozialen Protokolle auch eine Ausprägung von sowas wie dem Token oder dem CSMA. Jetzt möchte ich ein weiteres Unterkapitel anpacken, das mit Namen und Adressen. Und bei Namen und Adressen geht es mir darum, das ein bisschen zu strukturieren. Es schwappen große Mengen Adressen rum und da vielleicht auch ein paar aufgeschrieben, so Endpunktbezeichnungen. Da kennen wir zum Beispiel die Postadressen. Name, Straße, beim Namen eventuell auch der Vorname, Straße, Hausnummer, Ort, / Postleitzahl. In dem Postleitzahl steckt übrigens schon der Auftrag drin. Ne? Das hat nicht nur damit zu tun, dass das Zeug richtig ankommt, sondern dass es zwischendurch auch den richtigen Weg gelenkt wird, geleitet wird. Und dann steht vielleicht noch die Apartmentnummer drauf, 36F oder sowas, so als Unteradressierung unter der Hausnummer. Und an dem, was ich eben gesagt habe, da steckt also schon eine ganze Menge drin. Bei den Postadressen, die sind so menschenlesbar, weil es eben auch der Postbote verstehen muss, und teilweise maschinenlesbar, weil es irgendwelche Leitwegcomputer machen müssen, dass sie die Sendung in das richtige Transportfahrzeug rein dirigieren. Wir haben aber noch ganz andere Adressen. Ne? Wenn Sie einen Pointer ansehen im Computer, dann haben wir da auch eine Adresse. Das ist eine pure Zahlenadresse oder irgendjemand transformiert die Zahlen dann in eine Zeilenspaltenadresse und diese nimmt das auseinander in eine Zeilenspaltenadresse, die wird dann irgendwie dekodiert, sodass dann wirklich Strom auf eine Leitung angelegt werden kann. Also ein Hardware-Konzept ist das manchmal auch, solche Adressen. Und in einem Programm kümmert man sich ja viel um solche Adressen. Die Adressen sind aber durchaus auch
wenn man sich es recht überlegt, die Adressen an einem Computer sind, aber haben auch durchaus auch was mit Weglenkung zu tun, denn wir müssen so eine, ja, einen Prozeduraufruf mit seinen Parametern eben an die richtige Stelle bringen, Objekte adressieren, denen wir Messages schicken und so weiter. Also allgemein gibt es viele Sorten von Adressen, aber was immer gemeint ist mit Namen und Adressen, sind Endpunktbezeichnungen. Wir wollen mit einer Person sprechen, wir wollen mit einem Dienst sprechen, wir wollen mit einem Gerät sprechen. Allgemein formuliert sind solche Endpunktbezeichnungen auch Tupel. Das sieht man gut bei der Postadresse, dass es ein Tupel ist. Hier habe ich das Name, also Leitangaben, Zustellangaben, das hat sowas mit Dienstegüte zu tun bei der Postadresse, ne? Einschreiben oder nicht, und Postlager, da gibt es ja noch mehr so Zeug, mehr so Attribute, die man da eventuell ankreuzen kann. Wenn man mal ein Paket verschickt, da gibt es ja diesen Zettel vom Paket verschicken, den man dann ausfüllen muss, und da gibt es auch viele Felder, die man ankreuzen kann. Verwerfen vom Paket, wenn es den Empfänger gar nicht gibt, oder kostenpflichtigen Rücktransport und so weiter. Eventuell steht da auch Weglenkungsinformation drauf. Wenn man in Amerika Briefe kriegt, dann sind da hinten drauf so kleine rosa Markierungen, wo es denn vorbeigekommen ist. Der Brief, also die Sortieranlagen, die machen da so an so einem Brief ihre Duftmarke dran. Und wenn man den umdreht, das sieht man dann so in dem hellen Rosa hinten drauf. Kann auch sein, dass man es unter dem richtigen Licht dann ganz mit deutlichem Kontrast sieht. Also die werden unterwegs markiert, und wenn Sie Ihre E-Mails ausführlich anschauen, viele Mailreader erlauben das einem noch, wenn man lang genug in den Menüs herumgräbt, dann sehen Sie da auch, wo das lang gegangen ist, den Leitweg von der E-Mail. Das werden wir uns dann auch nochmal angucken, aber das können Sie auch heute Abend schon machen, den Mailer Ihrer Wahl bitten, Ihnen mal den Leitweg anzuzeigen. Ist sowieso ganz gut, um rauszukriegen, ob man da angespammt wird oder nicht, oder ob das eine Trickmail ist. Dann sieht man nämlich plötzlich, wo das Ding wirklich langgekommen ist. Ob das denn sein kann und ob das irgendwie über China und Russland und die Türkei gelenkt wurde, dann antwortet man besser nicht. Es gibt Leute, die teilen solche Adressen ein und solche Namen, ob es ein flacher oder hierarchischer Adressraum ist. Ich habe mal als Beispiel für solche flachen Adressräume die Personalausweisnummer oder Passnummer angegeben. Das sieht zunächst mal so aus, ne? Wenn Sie Ihren Personalausweis rausziehen, dann steckt da irgendwie so ein zehnzifferiges Teil drin. Ich habe mal geglaubt, das ist ein flacher Adressraum, da habe ich mich übrigens getäuscht. In der Nummer steht auch die ausgebende Behörde drin. Also wenn Sie hier in Freiberg sich einen Ausweis machen lassen, dann sind die führenden Ziffern irgendwie anders, als wenn Sie es in München machen lassen. Aus Verwaltungsgründen nimmt man nämlich gerne keine flachen Adressräume, sondern solche hierarchischen Adressen. Es gibt Adressen, die sind explizit hierarchisch. Da sieht man es mit der Punktnotation. Ne? ARA, Informatik, TU Freiberg, DE. Erste Hierarchieebene DE, dann eins drunter TU Freiberg, dann eins drunter Informatik und dann unten dran als Blatt der ARA, mein Rechner. Hätte ich eigentlich sagen sollen, das ist ein Hostname, ne? Also ein Hostname im DNS-System. Deshalb wollen wir es mal versuchen mit Abstraktionsebenen. Hier das ein bisschen aufzuteilen, damit wir es ein bisschen systematischer behandeln können und auch Eigenschaften besser herausarbeiten können. Also drei Abstraktionsebenen führen wir mal ein. Die oberste nenne ich jetzt einfach mal Kommunikationsadressen, weil es einen Namen braucht und der schien mir irgendwie nützlich zu sein. Die nächste nenne ich Netzwerkadressen und die letzte Anschlusspunktadressen. Also damit meine ich, dass das hier so Hardwareadressen sind. Das hier sind so halbwegs logisch abstrahierte Adressen, die hier sind gar nicht abstrahiert und die hier sind weitgehend abstrahiert. Eigentlich so, dass hiermit ein technisches System nicht ohne Transformationen umgehen kann.
Hiermit kann das technische System direkt umgehen. Hier braucht es noch ein bisschen Transformation. Und ja, Transformation, Adressabbildung auf die unteren Klassen, da müssen wir noch drüber sprechen. Ich will jetzt bloß hier noch zu den Kommunikationsadressen sagen, wie ich das meine. Da haben wir für mich typisches Merkmal von Kommunikationsadressen ist, dass es von Menschen irgendwie bearbeitbar, verständlich ist. Ich gebe auch zu, ara-informatik-tu-freiberg.de ist jetzt vielleicht nicht für jeden so super verständlich, aber mit ein bisschen Vorbildung und minimaler intellektueller Anstrengung kann man da was draus machen. Wenn ich allerdings hier so eine Hexzahl mit 12 Ziffern hinschreibe, dann wird es schon schwieriger, daraus was zu machen. Da was zu erkennen, da kann man höchstens ein paar memorieren. Bei Telefonnummern, wir kommen da einmal dran vorbei, das ist ja auch sowas, da lernt man einfach ein paar auswendig. Einfach nur deshalb, weil man sie schon 20 Mal eingetippt hat. Aber ja, man kann eben viel mehr solche konzeptuellen Beschreibungen, Dienstenamen, Personennamen, mit Dienstenamen meine ich jetzt zum Beispiel den Kundendienst von der Bank. Ja, da schreiben Sie eben Ihre Bank drauf oben, dann Kundendienst und wenn Sie unten noch auf dem Brief dann Bahnhofsplatz hinschreiben und Dresden oder sonst was, dann kommt es wahrscheinlich an. Auch da beim Kundendienst, wo Sie gerade rummeckern wollen. Also hier Dienst. Und in dem Sinne ist Webserver auch ein Dienst eben. Person und irgendwie noch eine Beschreibung, wo das Ganze dann ist. Also es beschreibt eine Person oder ein Konzept. Und wenn wir telefonieren wollen mit dem Kundendienst vom Internetprovider, wollen wir auch nicht meistens nicht mit Karin Müller telefonieren, sondern meistens wollen wir irgendjemanden haben, den wir anmaulen können, weil es schon wieder nicht geht. Und es ist uns auch wurscht, welche Person das ist. Wir wollen jemanden haben, der sich drum kümmert. Also, wir wollen ein Konzept, einen Dienst haben. Und deshalb konzeptuelle Beschreibung. Das technisch beste Beispiel, wie ich finde, für so eine Kommunikationsadresse ist ein URL. Ein Uniform Resource Locator. Und wir sprechen dann drüber. Über URLs. Ja, die Postanschrift gehört da dazu, obwohl das auch schon so ein bisschen so eine Mischung ist, da steckt ja noch mehr drin. Man könnte sagen, die Postadresse steckt hier drin, die GPS-Koordinaten wären dann hier von dieser Postadresse, also nur um mal so ein Beispiel zu geben. Netzwerkadressen sind technische Beschreibungen des Kommunikationszieles. Technische Beschreibung, zum Beispiel bei den Telefonnummern, die Länderziffer vorne dran, 49 für Deutschland, das Ortsnetz 3731 in Freiberg und die lokale Nummer 39 für die Uni und dann noch vielleicht noch eine Unteradresse, nochmal 3939 für mein Telefon. Halbwegs irgendwie von Menschen bearbeitbar. Wir müssen froh sein, dass es keine Hexziffern sind, keine unsortierten und wir müssen froh oder irgendwelche Bits da stehen, die wir dann reinklopfen müssen. Ja, ich bin es jedenfalls. Telefonnummern sind sowas, so ein Beispiel aus dieser Klasse und IP-Adressen sind sowas. Und für die IP-Adressen kennen wir auch verschiedene Notationen. Eigentlich können wir die eigentlich als 32-Bit-Zahl hinschreiben, so eine IP-Version 4-Adresse, viel Spaß, wenn es sozusagen so ausmultipliziert ist, ne? Oder als Binärzahl oder als Hexzahl ist die schlecht lesbar. Mit der Punktnotation, die gucken wir uns dann ja natürlich noch an, ist sie schon halbwegs lesbar, ne? 139.20.16.55, aber selbstverständlich könnte man 139 mit 2 auf 24 multiplizieren und 20 mit 2 hoch 16 multiplizieren und 16 mit 256 multiplizieren und dann auch 55 drauf addieren und das Ganze als 32-Bit-Zahl irgendwo
Aber die können wir immerhin, diese Netzwerkadressen können wir immerhin so benutzen. Allerdings, wie man auch an der Telefonnummer, an der IP-Adresse sieht, die sind durch das technische System auch noch nicht direkt verarbeitbar. Die müssen irgendwie abgebildet werden auf ein richtiges Stück Hardware, auf Mac-Adressen zum Beispiel, damit wir das Gerät treffen. Und das hier sind dann die Anschlusspunktadressen, Service Point Access habe ich mal hingeschrieben. Die sind eindeutig in einem Kontext, also eindeutig zum Beispiel, wenn wir Ethernet-Mac-Adressen nehmen, in diesem Namensbereich von Ethernet. Da gibt es 2 hoch 48 Adressen und na, das reicht vielleicht noch eine Weile. Obwohl wir damit natürlich auch schon recht großzügig umgehen. Aber diese Umgeherei damit, wie das alloziert wird und so weiter, das ist noch so ein Kapitelchen, über das wir sprechen müssen. Das ist eine Hardware-Beschreibung, also die Gerätenummer und vielleicht noch so eine Dienstidentifikation. Stellt sich raus, dass wir, wenn wir im Rechner, wenn wir den getroffen haben, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr, um zum richtigen Abnehmer, zur Applikation zu kommen. Das ist, das können wir so ein bisschen vergleichen wie ein Haus. So eine Ethernet-Adresse führt uns zwar zum richtigen Rechner, ins richtige Haus, aber da müssen wir immer noch die Apartment-Nummer finden, also den Prozess, der es verarbeiten kann. Zum Beispiel den Webserver. Es kann ja noch andere Dienste in so einem Rechner geben. Und wie wir das machen, das kommt dann auch noch gleich. Wir haben da drei Klassen. Oben steht so eine URL. Hier habe ich zum Beispiel eine IP-Nummer. Und dann haben wir hier unten wirklich Geräte. Na, das hier, na, das 177, ich weiß nicht, ob es noch ist, das war mal mein ARA. Die IP-Adresse kann sich aber geändert haben. Und um jetzt so eine Kommunikationsadresse abzubilden auf ein paar Bytes auf der Festplatte, denn darum geht's. Sie wollen ja an dieses Dokument rankommen. Das durch diese Kommunikationsadresse URL wird dieses Dokument adressiert und das sind ein paar Bytes auf der Festplatte. In einem Computer, in meinem Zimmer, in der TU Freiberg, in diesem Gebäude, in der TU Freiberg in Deutschland. Deshalb müssen wir dieses Ding hier abbilden mit mehreren Abbildungsschritten. Da gibt es den DNS, der aus dem Hostnamen eine IP-Adresse macht. Da gibt es das Filesystem, was aus diesem Pfad und dem Dateinamen eine Sektornummer macht oder mehrere, eine Sequenz von Sektornummern. Da gibt es jemanden, der aus dem 139.20 im Internet zum Beispiel mit einem Routing-Protokoll oder dem Open-Shortest Path First und sowas einen Router im Internet sucht und das Paket dahin lenkt, der halt hier für die TU Freiberg zuständig ist und mit dem 16er, das ist ein Subnetz und da wird dann hier in einem Gigabit Ethernet das zum richtigen Router hier im Humboldt-Bau gelenkt. Und dann haben wir hier, mehrere lokale Netzwerke, für die Geologen was und wir in der Informatik haben auch noch zwei solche Subnetze. Jetzt muss das Ganze auch noch per ARP an den richtigen Rechner über das Ethernet, also hier per ARP abgebildet werden und dann im Ethernet an meinen Rechner geleitet werden. Wir haben also hier mehrere solche Adressbindungsvorgänge. Mit der Porttabelle und dem 80 suchen wir uns den richtigen Prozess in meinem Rechner raus, nämlich den Apache, der da läuft. Im Filesystem, da gibt es eine Abbildung von verzeichneten Namen auf Sektoren. Den ARP brauchen wir, um aus einer IP-Nummer eine Ethernet-Adresse zu generieren. Hier brauchen wir Routing-Protokolle, um aus dem vorderen Teil, hier dem Netzwerkteil, den richtigen Router zu finden. Hier brauchen wir das DNS, um hier draus eine IP-Adresse zu machen. Also eine mehrstufige Abbildung von zum Beispiel dem hier, einer Kommunikationsadresse zu einer Netzwerkadresse und das führt uns dann irgendwann mal zu einer Anschlusspunktadresse, also zu einer Ethernet-Adresse. Eine hierarchische Abbildung auf dem Weg.
Und es müssen mehrere vorgenommen werden. Hier müssen wir eben auch die Einsprungadresse, also jetzt Adresse im Sinne von 32-Bit oder 64-Bit, wo der Prozess liegt, in meinem Rechner berechnen. Dieses 80 muss schon irgendwie auf mit der Prozesstabelle aufgelöst werden. Dann muss das Betriebssystem dem Prozess Rechenzeit geben. Und dann kann es zu der Eingangsadresse springen, wo dann der HTTP-Daemon tatsächlich seine URL entgegennimmt und weiter zerlegt und dem Filesystem den hinteren Teil hier gibt. Man macht dann Open auf die Datei und dann bekommt er beim nächsten Read Sektoren zurück, Bytes zurück. Also eine mehrstufige Abbildung, und hier in dieser Zeichnung steckt jede Menge Zeug drin, aber das ist die kondensierte Antwort auf, wie werden denn Adressklassen, ein Beispiel, wie werden denn Adressklassen, ein Beispiel, abgebildet auf die unterliegenden Adressklassen und schließlich auf das, was technisch gebraucht wird, nämlich diese Anschlusspunktadressen. Und ich habe hier absichtlich geschrieben Gerätenummer, ebenso eine Ethernet-Adresse und Dienstidentifikation, damit wir hier den richtigen Dienst finden. Nochmal ein bisschen vertieft, also wieder Deckel auf, weiter reingucken in die Kommunikationsadressen. Ich habe schon geschrieben, also es ist ein Dienstename, Kontextname, Gerätename und so weiter. Eine konzeptuelle Beschreibung, die für Menschen verständlich sein sollte. Und bei uns in den Rechnernetzen sind damit Computer gemeint oder vielleicht Personen, E-Mail-Adressen, ne? faz@tu-freiberg.de. In der allgemeinen Form ist wohl der Standard, einer der Standards, die da am meisten verallgemeinert und abstrakt sind zu diesem Thema, das sind die URLs/URIs. Da steht vorne ein Dienst, das ist eine Syntax, wie man sowas angibt. Kombiniert, mehrere solche Namensräume kombiniert. Hier haben wir den Namensraum Dienst. Wenn ich da HTTP schreibe, dann ist eben klar, dass wir diesen Dienst meinen, und das muss dann auch irgendwie auf eine Adresse abgebildet werden, nämlich auf dem Port 80. Wie machen wir das? Da muss man noch drüber sprechen, über Portnamen. Dann diese beiden schrägen Striche hier, das Doppelpunkt ist zum Trennen, diese beiden schrägen Striche, die sagen, dass der Rechnername bezüglich der Namenswurzel ist. Wir können auch lokale Rechnernamen da angeben, und würden hier dann eben nicht die zwei Striche stehen. Dann haben wir also hier einen Rechnernamen, dann haben wir hier einen Pfad, mit dem wir das richtige Verzeichnis finden, und hier den Namen von der Datei. Ich habe jetzt hier wieder irgendwelche Beispiele gemacht, FTP, der Dienst, arainformatik.tu-freiberg.de, und jetzt der Pfad mit dem Namen der Datei, die wir haben wollen. Es ist nicht immer so formuliert, es gibt da auch diese Ausnahmeformulierung, das Mail-To. Jetzt wissen wir, das soll beim Mailer-Daemon abgeliefert werden. Und zwar möchten wir mit dem Benutzer Müller eine Mail, dem möchten wir eine schicken, bei informatik.tu-freiberg.de. Jetzt muss man also irgendwie den Mail-Server von der Informatik finden im Domain-Name-System. Und dann muss man den Mail-Server, dem Mailer-Daemon im Mail-Server, also auch wieder einen Prozess, der natürlich auch eine Portadresse und damit eine Adresse in der Prozesstabelle und im Speicher hat, dem muss man jetzt diesen Inhalt der Mail übergeben, und man muss ihm sagen, es soll an diesen Herrn Müller gehen oder an den FLZ. Beispiele für Dienste, kennen Sie selber genug, FTP, HTTP und so weiter und so weiter. Nebenbemerkung zum Thema Webbrowser. Wenn Sie beim Webbrowser, bei den ersten Webbrowsern, die es gab, da musste man wirklich den ganzen Schotter von der URL eintippen. Da konnte man nicht einfach www.tu-freiberg.de angeben, sondern musste man wirklich tippen
http://www.tu-freiberg.de/80/index.html. So im Jahre 1993/94 haben wir das eben eingetippt. Den richtigen Unix-Admin, den stört das auch nicht, der tippt sowieso die ganze Zeit wie ein Wilder. Und da gibt es natürlich auch irgendwelche Hilfstasten, Pfeil nach oben und so, wo man zu einer alten kommt und da kann man da rumeditieren und dann kann man es wieder abschicken. Heutzutage ergänzen die Webbrowser den ganzen Kram. Wenn Sie da nämlich hinschreiben, www.tufreiberg.de, dann denkt sich der Webbrowser, okay, der User war einfach ein bisschen faul und hat sich darum gedrückt, vorne das http://// hinzutippen. Und außerdem war er zu faul, hinten noch das index.html ranzumachen. Und Schrägstrich, ich ergänze das mal, dann habe ich eine komplette URL und mit der kann ich dann so weiterarbeiten, als ob der Benutzer fleißig gewesen wäre. Oder sorgfältig gewesen wäre. Na, es geht bei den heutigen Webbrowsern dann auch weiter, die schlagen dann vor und korrigieren, wenn sie sich irgendwie vertippt haben und wenn sie was Falsches eingetippt haben, werden sie gleich in irgendeine Suchmaschine reingeworfen und die gibt ihnen dann Vorschläge und und. Aber eigentlich wäre schon angebracht, da oben eine URL einzutippen. Mit all diesen Vorschlägen kann es schon sein, dass sie mal irgendwo anders hingeraten, wo sie gar nicht hinwollen. Ja, mir passiert es schon auch mal. Aber in letzter Zeit habe ich mich wieder zusammengerissen und versuche wieder zumindest den Hostnamen komplett anzugeben, einzutippen. Diese Rechnernamen sind Namen in diesem Domain Name System, gern auch Hostname genannt. Hostname. Vielleicht notieren Sie sich gleich noch dahinter. Hostname. Wird auch nochmal besprochen, aber vielleicht jetzt eine gute Idee, das dahin zu schreiben. Pfad und Dateiname entsprechen den Betriebssystemkonventionen, insbesondere vom Unix. Der Dienst wird auch gerne mal im Namen wiederholt, ne, also zum Beispiel hier www. Na, das bräuchte man eigentlich gar nicht, wenn da vorne ja sowieso schon HTTP dran steht, ist ein bisschen blöd, World Wide Web da jedes Mal noch hinzuschreiben, aber so hat es sich eingebürgert. Besser wäre es eigentlich, wenn man Dienst schreiben würde und hier irgendeinen aussagekräftigen Namen, vielleicht die ITU, die hat das mal wirklich so gemacht, da gab es dann eben http://info.itu.ch. Na, ja, das hier ja, war eben auch so, aber hier sieht man schon irgendwie, wie wahnsinnig blöd das ist. Hier schreibt man vorne FTP hin und hier steht gleich nochmal FTP da mit einer 1 dran, also schon ein bisschen belämmert. Leider eigentlich. Jetzt sprechen wir dann über das Domain Name System. Das Domain Name System ist das Ding. Das Ding kann man natürlich genauer sagen. Eine Menge von Servern und Algorithmen und Konventionen zur Benutzung. Drei Suchalgorithmen, mehrere Konventionen, wie man das benutzt, wie es strukturiert ist. Die sind in irgendwelchen RFCs, da zum Beispiel, und den Nachfolge-RFCs beschrieben. Das Domain Name System dient also dazu, Hostnamen abzubilden auf IP-Nummern. Also eine Kommunikationsadresse, Hostname, auf eine Netzwerkadresse, IP-Nummer abzubilden. Abbildung, das DNS dient zur Abbildung von einer Kommunikationsadresse, Hostname, auf die IP-Nummer, eine Netzwerkadresse. Also das ist jetzt mal systematisch das, was es ist. Jetzt müssen wir uns gucken, wie dieses System, das Domain Name System, das hinkriegt. Zum Domain Name System gehört erstmal ein Standard, eine Namenssyntax. Das ist ein hierarchisches System. In diesem Standard, der im Wesentlichen von dem Herrn Mokapetris geschrieben wurde, steht drin, hierarchisches System, es geht los mit einer Wurzel, mit einer Namenswurzel. Und dann gibt es Top-Level-Domains.
das auch TLD abgekürzt, TLDs. Top-Level-Domains. Angefangen haben die mit 6 Top-Level-Domains. Com, Edu, Mil, Gov, Org und Net. Und das war die ARPANET-Zeit. Dann gab es dazu diese Namens-Top-Level-Domains für Deutschland. Wenn das hier Amerika, obwohl es noch eine .us TLD auch noch gibt. Deutschland, Japan, UK, Frankreich, also diese zwei buchstabigen Länderkürzelchens. Und selbstverständlich finden Sie auch irgendwo Tabellen, wo die alle drinstehen, das Länderkürzel von Burundi und so weiter. Ich habe jetzt hier mal ja, in meinem Baum, weil wir jetzt zu einer Adresse kommen wollen, das DE auch noch hervorgehoben. Darunter gibt es jetzt Domains. So ein Domainname ist zum Beispiel tufreiberg.de oder irgendeine andere Uni, uni-ulm.de oder Pluricom. Na, das war mal so eine Firma, die mein Professor und ich in Ulm hatten. Oder mein Bekannter, der Gerd Hassler, hatte eine Domain. Ich habe übrigens auch eine Domain, ist eigentlich eine .com-Domain, ist der frozen.com. Steckt aber nicht viel Brauchbares dahinter. Ist einfach nur hier, entsteht irgendwann mal eine Internetpräsenz, weil ich zu faul war, da was Richtiges zu machen. Ich hatte mal eine, da stand auch mal richtig was drin, aber das dann irgendwie habe ich da nicht mehr weiter gewartet. Also muss man sich drum kümmern. Das sind die Domains, Domainnamen und dann, was kann man sich problemlos machen? Heutzutage, man muss bloß irgendwie 2 Euro pro Monat hinschmeißen an irgendeinen Provider. Kriegt man ja ständig Reklame dafür in Zeitschriften oder im Internet oder sonst wo. 2 Euro im Monat bezahlen an die üblichen Verdächtigen, Strato oder 1&1 oder sowas. Und dann können Sie sich irgendeinen Namen aussuchen. Die meisten guten Namen sind schon vergeben. Hier bei diesen Domains, als ich mir damals den frozen.com zugelegt habe, hat sich ein Kollege diesen bau.de zugelegt in der Uni damals in Ulm und ein anderer hat sich news.de zugelegt und noch so ein paar andere. Das nannte man Domain-Squatting. Einfach mal Domainnamen sich aussuchen, draufsetzen und warten, ob jemand das gut findet und braucht. Der mit dem news.de, der hat es tatsächlich irgendwann für einen Betrag verkauft, den hat er mir nie gesagt, aber er hat immer gelächelt, wenn man ihn danach gefragt hat. Also es war wohl mehr als 100 Euro. Die Leute, die gedacht haben, sie squatten mal auf mcdonalds.com, die sind reingefallen. Da kam dann ein Gericht und hat gesagt, das ist ja wohl nur Missbrauch und dazu gedacht, den McDonalds-Leuten möglichst viel Kohle rauszuleiern. Du gibst das jetzt umsonst her und Prozesskosten zahlst du auch noch. Und Coca-Cola.com und sowas. Irgend so ein Registered Trade Name zu nehmen und ein Domain dafür zu machen und dann sich hinterher in die Hände zu reiben. Das geht wohl schlecht, aber der eine in Deutschland, der den gmail.de hatte der hat es erfolgreich verhindert, dass Google das kriegt und der hat den Google sogar den gmail.com verboten in Deutschland, dass man das benutzen kann. Der hatte nämlich auch einen Maildienst und hat wirklich da Mail betrieben mit Gmail, hieß das halt, Germany Mail oder so, hat er sich am Anfang mal gedacht. Der hat sich, glaube ich, vor einem Jahr oder so ähnlich dann doch mal mit Google geeinigt. Vielleicht hat es ihm auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Es gibt übrigens noch neue Top-Level-Domains, die immer mal wieder da auftauchen. .pers und .store und .biz und lauter solche Sachen, mehr oder weniger erfolgreich. Und da kann man dann noch ein paar Domains da drin finden, die vielleicht ganz nett sind. Unter den Domains kann man auch noch Subdomains ansiedeln und das machen größere Organisationen gern, Unis oder so. Hier ist es zum Beispiel so, dass in Freiberg dass da die Informatik so eine Subdomain hat und die
Geologie, die heißen, glaube ich, geo.to-freiberg.de und so weiter. Mehr oder weniger gut. Ich meine, was mir an der Informatik nicht gefällt, ist, dass es so ewig viel Arbeit beim Eintippen ist. Und außerdem habe ich immer das Problem, dass ich bei Informatik irgendwie das M und das T und das A gerne mal durcheinander werfe. Mal irgendwie die Finger durcheinander geraten. Genauso wie Kommunikation wird bei mir manchmal auch Kommunieraktion. Also, ich bin überhaupt kein so ein Freund von langen Namen. Deshalb heißt ja auch mein Webserver, den ich da habe, ARA, die, als ich hierher kam, hießen alle Hosts in der Informatik nach Vögeln. Und ich habe einfach einen Vogel mit einem kurzen Namen gebraucht. UU hat sich auch noch angeboten und EMU. Da kann man also, weil es so hierarchisch organisiert ist, auch noch gut lokale Kommunikationsadressen generieren. Da geht man dann nämlich zu seinem Systemadmin hin und sagt, ich brauche mal so einen Namen, so eine Kommunikationsadresse, und mit dem kann man dann darüber reden und sich irgendwie im Gespräch was Schönes suchen. Weil es hierarchisch administriert ist. Ne? Der Zuständige ist vor Ort und nicht irgendwo. Es gibt also so den ganzen Baum im hierarchischen System und dann Subbäume, die der da organisiert, und wieder ein Subbaum, den der da organisiert. Das funktioniert eigentlich gut. Als ich damals den Frozen.com gemacht habe, hat es aber gleich noch, hier sehen wir das dann, gleich noch ein bisschen Auflagen gegeben. Da musste man nämlich auch gerade noch für jede Domain, die man sich da besorgt hat, zwei Nameserver laufen lassen und wirklich auch einen gültigen Service drauf laufen lassen. Also da musste dann sowas wie ein Webserver oder eine Webseite dahinter stehen. Und die haben auch automatisch geguckt, ob es sowas gab und. Also es war ein bisschen Arbeit verbunden und dann, naja, die habe ich dann eben machen müssen. Und natürlich der da auch. Wenn wir jetzt also über diese Adressbindung reden, im DNS, wie funktioniert es denn jetzt mal ganz technisch? Der Informationsfluss durch die Komponenten in dem System. Also wir brauchen irgendeinen wohlbekannten Nameserver in diesem Domain Name System. Einen Domain Name Server brauchen wir. Und den müssen wir kennen, und mit wohlbekannt möchte ich zum Ausdruck bringen, dass wir die IP-Nummer wissen müssen. Also sowas wie nameserver.tu-freiberg.de bringt uns gar nichts, denn das müssten wir erst auflösen mit einem Nameserver, aber den haben wir ja genau nicht. Also brauchen wir irgendwie eine Adresse, und wenn Sie bei www.tu-freiberg.de vorbeigehen und dann da sich URZ aussuchen, Rechenzentrum in den Menüs, und dann da weiter gucken, da finden Sie irgendwo eine Seite, da steht eben drin, unser Nameserver heißt 13920, und da kommt noch was, ich weiß nicht was. Ein bekannter Nameserver, das ist der von Google, 8.8.8.8, den kann man immer mal nehmen, wenn man erstmal nichts weiß. Hilft weiter. Ob man natürlich ständig den Google Nameserver als Nameserver benutzen will und der verkauft dann all die Anfragen, die man gerichtet hat, an den irgendwie an jemand anders weiter, oder gibt es jemand anders zum Mitlesen, der dann immer ungern genannt werden möchte, das haben wir dahingestellt. Aber wenn man jetzt an irgendeinem Rechner sitzt und braucht mal eine IP-Adresse von einem Nameserver, dann der 8.8.8.8 ist blitzschnell und zuverlässig und immer da und gut. Man soll sich vielleicht doch dann irgendwann einen anderen noch ausdenken, aber egal. Das DNS ist insofern dynamisch, als wir uns nicht irgendwie Verzeichnisse vorab besorgen, also nicht wie das Telefonbuch zu Hause aufheben, sondern das ist wie Auskunft anrufen. Wenn wir eine Kommunikationsadresse, einen Hostnamen auf eine IP-Nummer abbilden wollen, dann machen wir es beim Verbindungsaufbau. Also wenn Sie da oben eingetippt haben www.tu-freiberg.de und auf Return gedrückt haben,
dann hier drin in der Applikation, dann bittet die Applikation ein Betriebssystemteil, das Network API vom Betriebssystem, das Betriebssystem doch mal diesen Namen aufzulösen in der IP-Nummer. Das macht der Name Resolver. Und der Name Resolver soll Ihnen dann eine IP-Adresse zurückliefern. Und für diese IP-Adresse können Sie dann später, wenn Sie sie haben, eine Verbindung aufbauen. Also der erste Schritt ist, den Hostnamen mal dem Resolver andrehen. Der Resolver hat den Namen vielleicht schon mal aufgelöst in der letzten halben Stunde oder letzten Stunde oder letzten, was weiß ich, wie lange sein Gedächtnis zurückreicht, wie lange der Cache die Anträge aufhebt. Und dann liefert er vielleicht gleich eine IP-Nummer zurück. Das ist dann vielleicht ein bisschen unzuverlässig, könnte sich ja zwischendurch geändert haben. Hoffentlich hat das nicht in der letzten Stunde. Hat er sich nicht gerne in der letzten Stunde, das merkt man aber dann schon. Oder er weiß es nicht. Und wenn er es nicht weiß, muss er diese IP-Nummer nehmen und über das UDP-Protokoll und IP den Domain-Name-Server, den er kennt, ansprechen. Und fragen. Das heißt, hier können wir mehrere Namen reinstecken, es ist nur eine, wir können auch 27 gleichzeitig auflösen lassen. Nicht gleichzeitig, aber auf einmal auflösen lassen, dann bitten wir also hier den Domain-Name-Server-Prozess, der in der Maschine läuft, in der blauen Kiste, den bitten wir das mal aufzulösen. Der hier, der hat jetzt auch wieder ein paar Optionen. Der guckt erstmal im Cache nach. Wenn es im Cache drin steht, schickt er gleich eine IP-Adresse hierhin zurück und wir können mal weitermachen. Ich sage jetzt noch nicht, wir freuen uns, denn wir wissen ja nicht, ob das wirklich aktuell und frisch ist oder vielleicht schon das Haltbarkeitsdatum überschritten hat und nicht funktioniert. Also es kann hier aus dem Cache kommen. Wenn es nicht im Cache drin ist, dann hat der hier zwei Optionen. Einmal könnte er der sein, der zuständig ist. Zuständig, also wenn das hier der Domain-Name-Server von der TU Bergakademie Freiberg ist, dann ist er zuständig und schaut hier in der Datenbank nach. Datenbank hört sich super an, nach SQL und allem, ist aber häufig nur ein lumpiges ASCII-File. Okay. Heißt dann NameDB, liegt irgendwo im Unix-Verzeichnisbaum herum und wird mit dem Texteditor bearbeitet. Da steht dann eben sowas drin wie ARA Informatik TU Freiberg.de ist 139.20.16.177. Wenn er also zuständig ist, wenn der hier für Informatik TU Freiberg zuständig ist, dann liefert der diesen Eintrag zurück, die IP-Nummer, und die wird hier zurückgeschickt. Wenn er nicht zuständig ist, dann muss sich der Domain-Name-Server auf den Weg machen, den zuständig zu finden. Das werden wir gleich besprechen. Also er nimmt wieder die Namen und fragt andere Domain-Name-Server nach. Die schicken ihm vielleicht mal eine IP-Adresse zurück. Die IP-Adresse, die bekommt er hier, freut sich, steckt sie in den Cache und schickt sie dem hier zurück, der jetzt die IP-Adresse hat und mal versucht, eine Verbindung aufzubauen. Weil es diese Cacherei auf dem Weg gibt, kann die IP-Adresse auch eventuell verschimmelt sein und sie funktioniert nicht. Das merken wir dann, wenn wir sowas kriegen wie Host Not Responding oder sowas. Dann versucht er nämlich hier eine TCP-Verbindung aufzumachen, den gibt es aber nicht, der gibt es einen Timeout und dann sagt er hier, dass er den nicht hat finden können. Es gibt noch Wege, um da ein bisschen herauszukommen, um diese Freunde hier zu bitten, doch mal die wirklich die Adresse zu besorgen,
man muss sich eine autoritative, authoritative Answer besorgen. Dazu gibt es irgendwelche Flags, die man in dem Protokoll hier setzen kann. Also hier in der Domain Information Base stehen die Computer drin, für die der Nameserver zuständig ist. Und das heißt, die müssen da eingetragen werden, typischerweise von einem Admin. Und als ich damals hier hingegangen bin zu Herrn Roscher und gesagt habe, ich möchte den ARA haben, informatik.tu-freiberg.de, hat er nachgeguckt. Ich bin da hingegangen mit dem IP-Nummer, die mein Rechner hatte, und habe gesagt, ich möchte den Namen dafür haben. Und dann hat er diese Datei editiert und wieder zurückgeschrieben. Und dann muss man den Nameserver nach eine Art Warmstart machen, damit er die Datei nochmal einliest, und dann kann er den Namen auflösen. Ich habe hier gesagt, der schickt es dann an andere Domain-Name-Server, und das war auch richtig nebulös, wie ich das gesagt habe. Und der Nebel, den müssen wir jetzt noch ein bisschen rumstochern. Das müssen wir noch klarer machen. Also der Name-Resolver ist ein Stück Software im Klientenrechner, der verwendet zum Beispiel das TCP-IP-Protokoll, aber konkret zur Anfrage entweder UDP oder TCP. Es gibt da auch beide Optionen. Im RFC 1035 und weiteren RFCs, die Updates dafür sind, stehen die Algorithmen drin, diese verteilten Algorithmen, um das aufzulösen. Und hier unten habe ich mal einen aufgezeichnet und hier einen anderen Ansatz. Also, da wird tatsächlich dann die Adressbindung vorgenommen. Wir, der ara-informatik-tu-freiberg.de, der Name Resolver, fragt nach mail@adobe.com. Das haben wir mal als Beispiel hier hingemalt. Da muss er den Name Server fragen, der für ihn zuständig ist, zum Beispiel den tu-freiberg.de. Der tu-freiberg.de, der sieht, der will eine Adresse haben, eine IP-Adresse von einer Maschine, in einer anderen Domain, adobe.com, nö, da bin ich jetzt wirklich nicht zuständig. Das sagt er dem auch hier, ich bin nicht zuständig. Das würde dem da unten natürlich Kummer bereiten. Deshalb sagt er noch, ich weiß aber jemanden, den du mal fragen kannst. Frag doch mal den, der für die DE-Domain zuständig ist, der kennt sich ein bisschen besser aus als ich. Dann schickt der ARA hier dem .de, ich hätte gern die IP-Nummer von dem mail@adobe.com. Der DE sagt, bin ich .com? Aber frag doch mal den Root, der kann dir vielleicht weiterhelfen. Der Root sagt, also ich bin weder .com noch Adobe. Aber .com, den kenne ich, frag doch mal den. Der .com sagt, na, so richtig zuständig bin ich auch nicht, aber ich kann ja immer den Adobe sagen. Dann sagt er einem eine IP-Nummer von dem Nameserver von Adobe, und der sagt dann, ja, ich kann dir die IP-Nummer von dem mail@adobe.com geben, hier ist sie, und dann können wir hier eine Verbindung aufmachen und eine Mail übertragen. Ein iterativer Algorithmus. Ein Nameserver antwortet meistens mit einer anderen Serveradresse. Immerhin brauchen wir dann nicht alle Nameserver dieser Welt zu kennen, das ist ja auch schon ein Vorteil. Allerdings fragt man sich, ob man der Root-Server sein möchte, der die ganze Zeit mit Anfragen bombardiert wird. Naja, aber um Performance können wir uns da extra noch kümmern. Für die Performance hilft zum Beispiel Caching, aber so wie hier die Pfeile gemalt sind, cached sich natürlich nichts. Das Adobe.com, mail@adobe.com, das kann allenfalls der hier noch cachen. Aber der hier, der ist ja nicht in der weiteren Abfrage drin, der kann es also sicher nicht in den Cache eintragen. Versuchen wir es mal mit rekursiv. Ich wende mich, jetzt habe ich hier ein anderes Beispiel, den uniulm.de. Der Ernst Informatik uniulm.de wendet
sich vertrauensvoll an den Nameserver von der Uni Ulm. Der Nameserver von der Uni Ulm guckt im Cache nach, findet nicht, beschließt auch für Adobe ist er nicht zuständig. Also geht er mal gleich mit der Anfrage zum .de. Sagt also nicht dem hier andere Baustelle, sondern sagt ihm da unten erstmal gar nichts, sondern kümmert sich. Der fragt also den .de, der das ist ja eigentlich schön. Nächste Mal, eine halbe Stunde später, wenn jemand anders hier eine Mail an Adobe schicken will, dann weiß der das noch und antwortet gleich mit der gecachten Adresse. Prima. Der Nachteil hiervon ist, der arme Root-Server hat Stress, weil er sich um noch viel mehr kümmern muss. Überhaupt, die hier auf dem Weg müssen so Zustandsinformationen halten und jemand wie der .com, der ist natürlich wahnsinnig beliebt. Da tut es wahrscheinlich auch nicht irgendein ein Pentium, auf dem Unix läuft, sondern da braucht man was Richtiges. Verteilt 20, 30, 50 Stück, Load Balancing und alles. Eine richtig gute High-Performance-Datenbank. Den Nameserver fürs .com, da muss man wahrscheinlich schon ein Millionchen oder zwei investieren, bis der schnell genug ist, dass der nicht die ganze Zeit vollgestopft ist. Ich weiß nicht die Größenordnung. Aber das Teil vom Discounter für 350 Euro tut es jetzt mal nicht. Deshalb macht man übrigens, gibt es ein paar Abkürzungen hier, der Root zum Beispiel, der wird von jemandem wie dem DE gar nicht befragt. Der DE kennt seine Peers hier. Der kennt den .com, der kennt den .gov, der kennt den Japaner und den UK und Frankreich direkt. Ja, dann kann er hier mal an diesem Bottleneck vorbeigehen und hier vielleicht mal direkt fragen. Und der hat vielleicht auch den Adobe gecached. Vielleicht. Also man kann da schon ein paar Performance-Sachen machen. Die Cacherei hat aber einen großen Nachteil. Wer kann es sich denken? Ich habe ihn doch schon genannt, das Zeug hat ein Verfallsdatum. Es kann ja sein, dass der Admin hier bei Adobe beschließt, jetzt machen wir mal einen neuen Mail-Server, heißt auch mail.adobe.com, aber ist jetzt ein neuer Rechner, hat eine andere IP-Adresse. Und was ist dann, wenn Sie hier eine Verbindung aufbauen wollen? Der hier ist dann abgeschaltet seit heute früh um 6 und der andere, den kennen wir noch nicht, weil die Adresse noch von gestern Abend gecached war. Man kann aber der Antwort hier ansehen, ob das aus dem Cache kommt oder nicht. Wenn da das Authoritative Flag gesetzt ist, dann weiß man, dass es die Auskunft frisch von dem hier kommt. Wenn das Flag nicht gesetzt ist, dann weiß man, dass es aus einem von den Caches hier kommt. Wenn also der Verbindungsaufbau scheitert, dann kann man ja nochmal die Güte der Auskunft überprüfen, anschauen, ob das gecached war. Wenn es gecached war, sagt man zu dem hier, ich möchte jetzt aber eine Authoritative Answer, dann wird er gezwungen, den zu fragen und dann kriegt man die richtige IP. Es gibt auch noch eine weitere Technik, die heißt transitiv. Da wird die Anfrage an den hier geschickt und an den und an den und an den und an den. Und der antwortet uns direkt hier zurück mit der IP-Nummer. Das habe ich früher mal irgendwie überlesen gehabt, steht in den Lehrbüchern auch fast nicht drin. Aber ich bin mal in der Prüfung belehrt worden. Die Studentin hatte sich das richtig gut angeguckt und hat mir dann gesagt, nachdem ich gefragt habe, na, welche gibt es denn? Und dann hat sie iterativ und rekursiv gesagt und ich habe mich schon gefreut und dann hat sie gegrinst und hat gesagt, es gibt noch einen.
Der heißt transitiv. Mhm. Wo? Ach ja. Und dann hat sie mir den strahlend erklärt. Ja, manchmal lerne ich in der Prüfung auch noch was. Da freue ich mich eigentlich. Das DNS-System ist nicht das einzige Namensauskunftssystem. Es gibt da noch das X500 von der ITU standardisiert. Das ist jetzt ein bisschen anders angesetzt, ein bisschen systematischer angesetzt und vor allem viel allgemeiner. Dieses X500-System, das kennt zunächst mal Objekte. Objekte stehen für Personen da drin, stehen für Geräte da drin. Die Idee beim X500 war, wir machen jetzt mal das Telefonbuch richtig. Und zwar nicht nur die weißen Seiten, sondern auch die gelben Seiten. Denn eigentlich ist es ja Unfug, dass man, wie hier oben, sagt, na, ich möchte den Hostnamen haben, sondern eigentlich sollte man doch sagen können, ich möchte den Webserver von Adobe haben, ich möchte den Mailserver von Adobe haben. Übrigens, im DNS gibt es einen Hack, dass man den Mailserver bekommen kann. Da gibt es den MX-Record in diesen Dingern hier, in der Domain Information Base. Aber, also, ja, es steht im Standard drin und alles, aber irgendwie riecht das nach Hack. Das haben wir jetzt noch gemacht, damit das eben geht. Deshalb kann man eben an, ohne einen Hausnamen eine Mail schicken an jemanden bei Adobe oder an faz.tu-freiberg.de geht auch, obwohl es kein Host ist. Eigentlich soll es ja nur mit einem Hausnamen gehen. Also da gibt es so einen Hack im DNS, aber das ist, finde ich, auch eigentlich blöd. Hier im X500 gibt es Objekte mit Attributen. Und das ist so eine Sammlung von Attributtyp und Wert. Das Ganze wird in einem Baum zusammengefasst. So ein Objekt ist ganz unten, da hängen dann die verschiedenen Attribute dran. Attribute kann zum Beispiel sein Dienst, und da steht dann da Klempner, Elektriker, Professor, Universität und sowas dran. Ja, das sind die Ausprägungen, die der Dienst erbringen kann. Von dem Dienst. Und es wird dann zusammengefasst zu geografischen oder organisatorischen Bereichen. Und das gibt dann auch wieder so einen großen Baum. Jetzt hat das X500 zwei Eingänge, den Searchport. Das sind die Yellow Pages. Da sagt man, ich möchte einen Klempner in München. Und dann kriegt man eine Liste von Objekten, die in München Klempnern. Also bei dem Attribut Dienst Klempner steht. Oder ich kann sagen, ich möchte den Mailserver von der Informatik in der TU in Freiberg. Dann gibt man also mehrere Attribute und der sucht da. Der sucht da drin so ein bisschen wie mit Matching. Ja? Also der matcht Attribute mit, also da steht ein Attributtyp drin. Für den Attributtyp Dienst will ich Klempner haben und dann schaut er, wo denn, welchem Objekt denn beim Attributtyp Dienst der Wert Klempner drin steht. Und dann liefert er die Objekte zurück. Zunächst mal jetzt die Objekte, das sind noch keine Adressen. Die Adressbindung, die wird hier vorgenommen mit dem Readport. Dann geht man also hier hin, steckt ein Objekt rein und kriegt eine Adresse raus. Das Problem ist systematischer und sauberer erledigt und vor allen Dingen geht das Suchen irgendwie besser und nicht nur nach diesen komischen Hausnamen. Organisiert natürlich in Welt, Nation, Organisation, Unterorganisationen, Personen. Ein richtig hierarchisches System. Aber das DNS ist auch hierarchisch. Solche Namensvergabe muss man eben irgendwie hierarchisch durchführen, damit man auch sowas wie Kontexte hat. Es gibt eben viele Leute mit dem Namen Müller und da muss man da eben nochmal weiter unterscheiden. Es gibt den Peter Müller in Frankfurt und es gibt den Peter Müller in Köln und es gibt den Peter Müller in Freiberg. Dazu braucht man eben sowas wie Kontexte und da hilft einem auch dieses hierarchische System. Aber eventuell, wenn man da am Searchport sucht, ich will Ausprägung Namen Müller beim Attribut
Vornamen will ich den Peter haben, da kriegt man mehrere zurück. Dann sagt man, okay, ich schränke es ein auf die Peter Müllers in Freiberg, dann kriegt man vielleicht auch nochmal mehrere zurück. Da muss man es vielleicht noch mit weiteren Attributen einschränken, Straße, wo er wohnt. Irgendwann hat man dann ein Objekt hier zurückgekriegt, die Anfrage hier ist eventuell auch mehrmals, hat man ein Objekt zurückgekriegt und dann kriegt man hier an dem Readport die Netzwerkadresse. So, ich habe jetzt großzügig 1,5 Minuten überzogen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit, wer hätte es gedacht, Namensbindung und dann Netzwerkadressen. Ich bedanke mich.